Hier seht ihr meinen zukünftigen Grill. Böse Menschen würden jetzt sagen, das ist ein Trockner und eine Waschmaschine. Ist auch richtig, aber daraus baue ich meinen Grill. Soll so eine Art Smoker werden, wie ich den letztes Jahr auch hatte. Das wird quasi der Fuß, der Ständer. Und das hier oder ein anderer Trockner wird dann halt ja, der Smoke-Bereich. Smoke-Raum, wie man es auch immer nennen will. Ich beginne jetzt hier mit dieser Waschmaschine. Die baue ich komplett auseinander, bis nur noch der Körper übrig bleibt. Den Rest brauche ich nicht, der geht zum Schrott. Ich werde das jetzt nicht filmen, wie man Schrauben rausdreht, könnt ihr immer im Video dazu sehen. Ich habe da so ein Video, das findet ihr schon irgendwie. Hier seht ihr einen Teil meiner Rollensammlung. Immer wenn Harry irgendwo was hat, wo so Rollen dran sind, kriege ich die. Warum kriege ich die? Ganz einfach. Ich habe mir die sonst abgekauft. Ich hatte mal die große Werkbank. Da habe ich mal Rollen drunter gehabt. Da habe ich für so eine Rolle ein Stück 20 Euro bezahlt. Kann man sich ausrechnen, was ich für 6 solche Rollen bezahlt habe. Die sind nach einem halben Jahr kaputt gebrochen. Darum schneide ich nämlich immer alle, wenn irgendwo Rollen auftauchen, nehme ich die sofort mit. Da habe ich sie nicht. Da ist der Rest davon. Und hier habe ich dann diese 4 Stück ausgesucht. So, die kommen jetzt daran, wo bei der Waschmaschine die Verstellfüße sind. Das hier ist ein Verstellfuß von der Waschmaschine. Den kann man ins Gewinde rein und rausdrehen. Da je nachdem kann man die Waschmaschine ausrichten. Ach, die Waschmaschine habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Das ist jetzt das, was von der Waschmaschine übrig geblieben ist, nachdem ich einfach alles rausgerupft habe. Es ist nur noch das Gehäuse übrig. So sieht das aus. Der Rest der verbrennt logischerweise. Das ist wirklich nur noch das leere Gehäuse. Alles andere habe ich rausgeschraubt. Hier seht ihr die Verstellschrauben. Die haben rein zufällig genauso ein M10-Gewinde wie die Rolle, die ich darunter machen möchte. Hier nicht. Wenn ich anziehe, dann nicht geht. Jetzt geht er. So, ich mache jetzt hier noch Öl ins Gewinde rein, damit das gleich besser flutscht. So, hab mir jetzt meine Waschmaschine hinten in die Werkstatt geholt. Rollt perfekt. Man sieht natürlich, ist alles ein wenig instabil. Das liegt daran, hier fehlt vorne das Stückchen, hier fehlt eine Traverse, nenne ich es einfach mal. Kann man da auch sehen, weil ich habe das da rausgeschnitten, sonst hätte ich die Trommel nicht rausbekommen. Die schweiße ich gleich ein. Ich muss natürlich alle Löcher hier dicht schweißen. Ich habe hier noch ein paar Restbleche. Ich muss mal welche besorgen. Bloß ich darf leider nicht außer Haus, darum gestaltet sich das alles ein bisschen schwierig. Also das, was ich da habe, schmeiße ich jetzt erstmal zu. Hoffentlich muss ich das nicht alles abschleifen. Wahrscheinlich schon, ich probiere das mal wieder ohne. Vielleicht funktioniert es ja. So, die ersten Punkte habe ich ohne euch gemacht. 70 Ampere, 17,5 Volt. Ja, ich muss natürlich leider durchschweißen, sonst kommt der Rauch natürlich wieder raus. Ich zeige euch mal eben, was ich heute Schönes geschweißt habe. Ich habe hier, das hier ist im Prinzip das gleiche Pendant wie das hier. Das habe ich hier jetzt noch nicht geschweißt, jawohl. Hier habe ich Löcher durchgeschweißt, da. Hier habe ich Bleche angefertigt, da unten auch. Ja, das habe ich alles geschweißt. Hier habe ich keine Bleche reingeschmeißt, das habe ich aber so nach Gefühl zugepunktet. Dann habe ich noch das sogenannte Maik-Schweißen erfunden, rein zufällig. Das Gerät, dieses Stahlwerk 135 MIGBT. Hat einen automatischen Drahtvorschub. Man kann also leider nicht mehr die Drahtgeschwindigkeit selber einstellen. Viele finden es praktisch, ich finde es nervig, heute ganz besonders. Weil mit dem voreingestellten Drahtvorschub kann ich sowas hier nicht dicht schweißen. Dann habe ich auch noch vom guten Harry sogenannte Schweißstäbe bekommen. Sowas hier.
Das ist eigentlich fürs Autogen oder Wickschweißen. Aber ich mache das ganz normal mit Mack und punkte das da noch trotzdem noch mit rein. Dann habe ich genug Draht. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ein Punkt jetzt. So sieht das aus. Zwar sicherlich nicht so schön, als hätte ich nur Wick geschweißt, aber das kann ich sowieso nicht. Und es geht einfach nur um die Funktion. Der Rest, ich schleife das auch gar nicht bei. Ich schweiß das hier noch alles zu. Dann kommt natürlich irgendwann mal die Front wieder drauf. Hauptsache die Löcher sind zu. Hier hinten ist natürlich noch was, das wird auch noch mal dicht geschweißt. Das habe ich auch gerade ja schon gezeigt. Es muss nicht schön sein. Hier, die Verstrebung kommt natürlich auch wieder rein. Es muss nicht schön sein. Ich meine, das ist hinten Grill, nichts anderes. Und dass hier die Farbe verbrennt, ist auch nur vom Vorteil, weil dann brauche ich die nicht mehr abzuschleifen beim Lackieren. Leider hält dieses Waschmaschinenweiß natürlich nicht der Hitzestand. Darum muss ich das auch wohl lackieren, wenn ich danach grillen möchte oder damit grillen möchte. Wie ihr sehen könnt, hier steht keine Gasflasche mehr und da stehen Elektroden. Warum stehen die Elektroden richtig? Mein Gas ist über Nacht leer geworden, habe wohl vergessen, die Gasflasche zuzudrehen. Ich schon wieder gelaunt bis zum Geld nicht mehr. Hier habe das Gerät jetzt auf Stabelektrode umgerüstet. Ja, und nun, warum sitzen hier Schrauben in der Waschmaschine? Ganz einfach, das sind alle Schrauben, die habe ich da mal rausgerührt oder aus einer anderen Waschmaschine rausgedreht. Und ich werde jetzt damit die Löcher dicht schweißen, weil nur mit der Elektrode, das kriege ich nicht dicht geschweißt. Und da habe ich aber diese Schraubenreste da reingesteckt, dann ist das Loch zumindest dicht. Irgendwie kriege ich schon eine Masse, dass das alles zugeblubbert wird. Und ob das nun gut aussieht oder scheiße, ist ja alles egal. So, hier seht ihr dann überall die Schrauben, die habe ich noch so weit drinnen gelassen. Thank you.
Wir haben jetzt hier, wie ihr sehen könnt, von diesen langen Reihen eine. Da habe ich jetzt jeweils drei Schrauben reingesteckt. Sind natürlich nicht die gleichen, ist aber egal. Das schweiße ich jetzt irgendwie zusammen. Da wollte ich euch dran teilhaben lassen. So, da seht ihr mich wieder. Ich war ja gestern, also für mich ist jetzt ein Tag später, als ich den Rest gedreht habe. Für mich war ja gestern der absolute Glückstag. Kein Gas mehr, weil ich vergessen habe, die Gasflasche zuzudrehen. Und dann funktionierte die scheiß Kamera mal wieder nicht vernünftig. Wollte einfach nicht auslösen. So konnte ich dann halt nicht filmen, wie ich am Elektrodenschweißen bin. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich, wenn man so ein Projekt für ein Video macht und die Kamera nicht funktioniert. Mein rechnerisch könnte ich mir billiger einen Grill kaufen. Aber dennoch wollte ich euch eben daran teilhaben lassen, was ich bislang gemacht habe. Ich habe jetzt hier diese Verstrebung vorne wieder eingeschweißt. Hier ist dann das ehemalige vorne. Ist auch immer noch vorne. Hier ist alles dicht geschweißt. Löcher sind auch dicht geschweißt. Alles mit Elektrode. Sieht schön scheiße aus. Aber das macht ja alles nichts. Hier seht ihr den Boden. Das ist jetzt auch unten alles dicht geschweißt mit Schrauben und Schrott, den ich gefunden habe. Hier hinten waren Löcher drin oder Bohrungen oder Löcher vom Kanten, habe ich auch dicht gebraten. Dann habe ich hier noch ein Stück Blech angefertigt, hier war dieses große Loch, was ich euch am Anfang gezeigt habe, das wollte ich mit euch zuschweißen. Da habe ich dann dieses Blech, habe ich mit diesem Plasmaschneider, der in der Videobeschreibung zu finden ist, ausgeschnitten, habe das entgratet und mit Elektrode reingeschweißt. Das war ziemlich viel Arbeit, weil die scheiß Elektroden vom Schrott auch nicht vernünftig zünden wollten. Hätte ich gerne gefilmt, aber ging halt nicht. Ja. Jetzt wollte ich heute mit euch das Frontblech, das da, einschweißen. Aber das mache ich erst danach, nachdem ich hier die Grillrostverstellung eingeschweißt habe. Und die muss ich bauen. Das machen wir jetzt hier mit diesem Moniereisen und diesem Moniereisen da hinten. Ich habe mir überlegt, dann setze ich hier noch meine Waschmaschine fest, Lochplattenwinkel aufzuschweißen. Gut, dass ich das schon weggepackt habe. Dass ich dann hier, nehme natürlich dann neue und voll im Rechtwinkel lege, dass ich dann hier die sind jetzt 40 mm lang, alle 40 mm ein so ein Ding aufschweiße. Und da soll dann das Grillrost nachher drauf liegen. Ja, und das geht funktioniert hoffentlich so. Ich wollte es eigentlich jetzt 60 cm lang machen, damit das genau hier in die Waschmaschine reinpasst, aber ich habe dieses Stück ist halt nur 55 lang, das andere ist ein bisschen länger. Ja, aber ich schweiß da jetzt kein Stück dran, das lohnt sich ja nicht für die 5 cm. Das geht auch wohl so. Und das könnt ihr mir dann gleich ein paar zuschauen. So, den ersten habe ich jetzt ohne euch festgeschweißt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, alle 6 cm so ein Ding da aufzuschweißen. Ich habe das hier mit der Gripzange festgemacht, ich hoffe das hält soweit. Ihr seht, das sind jetzt ungefähr 6 cm. Ne, das wird wohl halten, denke ich mal. Ich schweiße das einfach im Fest. Wieder schön mit Elektrode, sieht natürlich alles scheiße aus und die Nähte sind einfach mega fett. Ach ja, das Gerät muss ich natürlich auch noch wieder anstellen. Diese Idee habe ich jetzt verworfen, das sieht einfach scheiße aus und überall diese dicken Würste als Nähte einfach im Kotzen.
Dann habe ich das versucht, hier unten direkt an der Waschmaschine anzuschweißen. Bloß ich kriege hier keine Masse und ich kann diesen Lack hier auch nicht abschwärbeln oder abschleifen. Und dann erschlagen mich ja die Nachbarn. Nur habe ich mir diese Konstruktion hier überlegt. Ich schweiße diese Winkel jetzt hier einfach fest. Das andere hier unten ist ein Holzstück, das hier wohl nicht angeschweißt oder nicht zusammenschweißen. Ja, erst habe ich hier auch mit der Gripzange festgemacht und hoffe ich, dass ich das mit ein paar Punkten alles erledigen kann. Und dabei dürft ihr mir zuschauen. So, Masseklemme, wo lege ich die mal hin? Ja, geht wohl. Das sind natürlich alles so Sachen, die wären mit Mack bedeutend einfacher gewesen. Aber was eben nicht ist, ist eben nicht. Nun komme ich auch nicht an mein Schweißgerät ran. Verdammte Scheiße. Aber was eben nicht ist, ist eben nicht. Ich sage, wenn alles glatt laufen würde, wäre es viel zu einfach und langweilig. Probieren wir unser Glück nochmal. Das ist dabei rausgekommen, eigentlich ganz gut geworden. Ich muss sagen, das gefällt mir. Sieht natürlich alles ziemlich scheiße aus, weil die sind verzinkt, die Winkel. Das verzinkt ist natürlich mit weggebrannt, darum sieht das alles so ein bisschen scheiße aus. Aber das macht auch alles nichts, da kommt danach nochmal Farbe drüber. Ich habe jetzt hier schon mal die Umrisse angezeichnet, den Rest schweiße ich einfach, werde ich dann gleich hier ein bisschen blank legen, dass ich hier wirklich mal Masse habe. Und dann schweiße ich das einfach an und gut ist. So, dieses Stückchen hier, das habe ich schon eingeschweißt mit Elektrode. Teilweise über zwei Elektroden gleichzeitig genommen, damit das irgendwie dicht bleibt. Diese Seite wollte ich mit euch zusammen machen. Den Rest schneide ich hier nachher ab und schneide das Schweißen alleine ein. Also so mit Elektrode zu arbeiten, das ist einfach die reinste Scheiße. Zündet nie vernünftig, weil hier auch überall Farbe drauf ist. Das ist mir schon alles klar, dass das eigentlich gar nicht geht. Weil ich hier natürlich große Abstände habe, einen großen Steg, muss ich hier noch diesen Wickzusatz reingeben. Sonst geht das gar nicht. Das meinte ich mit schlecht zünden und so weiter. Hier ist die Farbstich natürlich besonders schön dick. Der zündet sowieso alles doppelt scheiße. Oh. Hier muss ich wieder einen Zusatz zugeben. Und dann geht das auch. Jetzt hier wieder schön durchkühlen lassen. Hier einmal anschweißen. Oh, alles durchgefallen. Jetzt habe ich hier natürlich wieder eine kleine Brücke geschweißt. Die lasse ich abkühlen. Mache ich hier nochmal einen rein. Schade, dass ich keine Fahrradspeiche da habe. Das wird natürlich auch gut funktionieren. Setze ich hier wieder abgekühlt und setze ich da noch einen rein. Das mache ich jetzt nur seit zwei Namekarten so. Not macht erfinderisch, wenn ihr hier einen Stabelektrode oder Wickzusätze braucht, guckt in die Videobeschreibung. Hier liegt der Blech auf Blech, da brauche ich keinen Zusatz. Das kohlt auch sowieso irgendwie ineinander. Wie schon mal gesagt, Hauptsache es ist dicht, der Rest ist egal. Dass man scheiße aussieht oder geil. Stinken tut es ganz gut. Ich habe hier jetzt noch einen Rest von der alten Elektrode, die kann ich auch noch mit reinschweißen. Ihr seht, das funktioniert auch alles. Sieht nur scheiße aus. Hier ist ein kleiner dünner Restelektrode, das kann ich auch mal reindrücken. Hier habe ich noch einen Restzusatz. Ihr seht, man muss sich nur zu helfen wissen, das funktioniert halt alles irgendwie. Diese Zusätze sollten eigentlich auf dem Schrott. Die habe ich dann vom Schrott gerettet. Endlich wieder Schutzgas, geil. Ich war gestern in Wilhelmshaven bei Linde, habe mir eine neue Gaspulle gekauft und quasi eine neue Füllung hierfür. Nun kann ich wenigstens wieder vernünftig schweißen. Ich meine, das sieht dann wirklich alles scheiße aus, es hält nicht vernünftig, das heißt, es hält schon, aber sieht halt beschissen aus. Da habe ich keinen Bock zu. Ich meine, da steckt so viel Arbeitszeit und Geld drin.
Ich wäre schön, wenn das irgendwas Vernünftiges raus wird. Um dieses hier zuzumachen, dieses Areal nenne ich es einfach mal. Ich kann das einfach nicht alles dicht schweißen. Vielleicht, obwohl, ich probiere das gleich mal, ob ich. Ja, ich probiere es gar nicht erst. Ich habe mir schon extra hier so ein Winkelblech geholt. Das war schon mal ein Grill von Aldi. Das schweiße ich da von der anderen Seite rein, oder von innen besser gesagt, und dann ist auch gut. So, ich habe jetzt hier das ehemalige Bullauge auch so weit zugeschweißt. Hier muss ich noch um zwei Linien ziehen. Hier ist noch ein Loch drin, mache ich auch noch im zu. Das brauche ich ja nicht alles zu filmen. Hier seht ihr übrigens mal einen Unterschied, das ist mit Mack geschweißt und das hier ist mit Elektrode geschweißt. Wie gesagt, das sind alles lackierte Bleche, die habe ich nicht vernünftig abgeschliffen, sonst sähe es auch noch besser aus. So, die letzten beiden Bleche machen wir eben zusammen. Hier ist eine Erhöhung, wie ihr seht, da schleife ich gleich mit der Fächerscheibe runter. Die liegt da hinten irgendwo und in der Videobeschreibung natürlich auch. Ich schleife das eben runter, dann kommen hier noch Bleche drüber. Das nehme ich diese schönen Bleche zu, sind eigentlich zu schade dazu, aber ich habe keine anderen mehr. Und ich habe da auch nicht zu bezahlt, die sind aus dem Trockner. Das sieht sicherlich cool aus, wenn man hier diese glänzenden Bleche da einschweißt und den Rest mal schwarz macht. Hier seht ihr das Blech. Das habe ich jetzt hier einmal hier hinten. Da ist schon einmal abgeschnitten, weil ich hier so eine Schraube habe, die will ich nicht komplett runterschleifen, der Nachbarschaft zuliebe. Ja, das werde ich jetzt einpunkten und dann machen wir weiter. Ich hoffe, ihr konntet was sehen. So, es ist jetzt alles gepunktet. Jetzt setze ich mir hier meinen Helm auf und schweiße das durch. Natürlich wieder alles schöne, scheußlich dünnes Blech, lässt die Scheiße schweißen, dann ist gut. So, ich denke mal, das soll jetzt auch genug für dieses Video gewesen sein. Das war schon langweilig genug. Ja, wie gesagt, es hat mich angekotzt, dass mein Gas auf einmal leer war und ich das mit einer Stabelektrode machen wollen musste. Stabelektrode und Bleche schweißen ist aber eine scheiß Kombination. Darum hat man früher, als es noch keine Mack-Geräte gab oder die noch nicht so populär waren, auch Autos und Karosserien generell und Dünnblech halt mit Autogengeschweiß, Sauerstoff und Acetylen. Warum das so ist, habe ich jetzt am eigenen Leib erfahren. Ja, ging halt nicht anders. Ist egal. Ich habe das jetzt soweit alles zugeschweißt. Ich zeige euch jetzt einfach das Endresultat und dann machen wir halt im nächsten Video weiter mit dem passenden Grillrost dazu. Ich habe schon eins stehen, das muss ich entrosten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das am besten mache. Ich wollte jetzt nicht wieder eins draus bauen, eins verbauen aus Edelstahl. Ich meine, das letzte Edelstahlrost, was ich gebaut habe im Video, erstmal ist das Video scheiße geklickt worden. Zweitens ist es noch ziemlich viel Arbeit. Drittens kostet es auch wieder ordentlich Geld, allein das Material hat 50 Euro kostet plus Draht plus Zeit und Trennscheiben und Schleifscheiben und Gas. Da kann ich mir besser als kaufen. So, darum mache ich jetzt, ich nehme, habe ich eins von Harry geholt, das ich sauber mache, kommt da rein. Nächster Punkt ist, im nächsten Video machen wir halt das Grillrost, wie eben angesprochen. Und dann werde ich mich auch noch um die Farbe kümmern. Ich kann es natürlich so nicht lassen, das rottet mir ja alles weg. Ich meine, da steckt viel Arbeitszeit und Geld drinne. Na gut, die Waschmaschine hat nichts gekostet, das Gas hat Geld gekostet, der Draht hat Geld gekostet, die Zeit hat Geld gekostet und so weiter und so fort. Darum soll es auch ein paar Jahre halten. So, ich kann natürlich, wenn ich jetzt einfach hier Farbe auftrage. Wenn ich jetzt hier einfach Farbe drauf sprühen würde, dann würde natürlich diese ganz normale, das Waschmaschinenweiß einfach verbrennen und die neue Farbe auf ein Thermolack, das würde natürlich mit runterbrennen. Auch scheiße.
Dieses ist wahrscheinlich eine Pulverbeschichtung oder irgendwie eine widerliche Lackierung. Da kann ich mit einer Fächerscheibe sowas hier beigehen zu schleifen. Das kriege ich da fast nicht runter. Und wenn ich die ganze Maschine hier abschleifen würde, es würde ewig dauern, viel Fächerscheiben kosten. Und es ist halt eine unglaubliche Lärmbelästigung. Darum werde ich das einfach, muss ich mir irgendwas über einfallen lassen, wie ich am besten hier den Lack runterkriege. Wenn ihr da irgendwas in den Tipp habt, wie man diesen Lack am besten runterkriegt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wo wir gerade schon die Waschmaschine angucken, so sieht es von innen aus. Hier meine super duper Grillrosthalterung, ist natürlich auch verzinktes Eisen, das muss natürlich auch Farbe drüber. Die Verzinkung brennt natürlich runter, wenn da Hitze drin ist oder Wärme. Ich muss mir noch was für hier oben irgendwas einfallen lassen. Gucken, ob dann Backblech reicht, mal schauen. Und so sieht es halt von vorne aus. Moment, ich kann das Ding ja rollen. Die Rollen laufen übrigens gut, das muss ich sagen, die Rollen sind gut. Sieht natürlich ein bisschen sehr widerlich aus. Ich habe sie auch nicht durchgeschweißt, weil das Blech ist zu dünn, das fällt mir die ganze Zeit weg. Darum habe ich hier schon mal drauf gesetzt. Aber hier oben wird sowieso nicht viel Rauch rauskommen und wenn, ist das auch scheißegal. Man, irgendwo muss der Rauch hier hin, das ist eben so beim Grillen. Vielleicht werde ich da noch irgendwo ein Auspuffrohr oder irgendwie hier Ausgangsrohr anschweißen, das muss ich mal gucken. Ja, nun werde ich dieses Video der Schweißszenen endgültig beenden. Lasst mir gerne Tipps da, was ich besser machen könnte. Wenn ihr einen Tipp habt, wie ich die Farbe von der Waschmaschine runterkriege, schreibt es in die Kommentare. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich weiß, dass es ein langweiliges Video war, Video der Schweißszenen. Ich habe es ja schon geschnitten in den letzten Wochen. Das ist eines der letzten Videos, die ich mit meinem alten Computer schneiden werde. Video zum neuen Computer kommt auch noch. Und dann, ja, wie gesagt, das übliche YouTuber-Gebrabbel. Lasst mir Like und Abo da, guckt in die Videobeschreibung. Alle Werkzeuge sind dort verlinkt. Und dann freut euch auf den nächsten Teil. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr den zweiten Teil sehen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ciao, euer Roman.